Hallo, heute mache ich Möhren-Kohlrabi-Gemüse mit Kartoffelstampf und Mandeln. So, zu meinem Gericht brauche ich Kartoffel, Salz, Möhren, Kohlrabi, Gemüsebrühe, Zwiebel, Petersilie, Butter, Weizenmehl, Sahne, Senf, Pfeffer, Milch, Muskatnuss und Mandeln. So, als erstes werde ich jetzt das Gemüse in der Gemüsebrühe kochen. Hier habe ich einmal die Möhrchen, die habe ich so in Scheiben geschnitten. Und der Kohlrabi, der ist in so Stiftel. Das ganze Gemüse würde ca. 7 bis 10 Minuten kochen. So, das Gemüse kocht vor sich hin und die Kartoffelchen auch. Und hier nebenan habe ich schon die Sachen, die ich nachher brauche: die Petersilie, Mehl, Milch, Salz, Pfeffer, Zwiebel. Ja, und noch ein Gefäß, wo ich etwas von der Gemüsebrühe auffange. So, das Gemüse habe ich abgegossen und 300 Milliliter Gemüsebrühe zur Seite gestellt. So, ich zerlasse jetzt die Butter und dünste die Zwiebelchen an. So, jetzt sind meine Zwiebelchen dran. Die dünste ich jetzt glasig und dann kommt der nächste Schritt. So, die Zwiebelchen sind glasig gedünstet. Jetzt kommt das Mehl dazu. Das wird kurz mit angeröstet und dann gieße ich das Ganze an mit Gemüsebrühe. So, kommt die Gemüsebrühe dazu. So, die Mehlschwitze ist soweit fertig. Jetzt mache ich meinen Senf dazu. Ich habe 2 Teelöffel genommen. So, jetzt kommt noch die Sahne dazu. Jetzt würze ich das Ganze mit Salz und Pfeffer. Das müsst ihr abschmecken, wie es euch am besten schmeckt. Ich habe jetzt hier weißen Pfeffer. Bei heller Soße finde ich das immer angenehmer. Ist auch dann nicht so ganz intensiv vom Geschmack. Die Soße muss jetzt 5 Minuten köcheln. Und dann mache ich die Petersilie dazu. Gut, ich habe jetzt das Gemüse zurück in die Soße gegeben und lasse es jetzt wieder langsam erwärmen. Kommt meine Petersilie noch mit rein. So, die Kartoffeln sind jetzt fertig gekocht. Daraus machen wir den Stampf. Da kommt Butter dazu, Milch, Salz und Pfeffer und Muskatnuss. Und der Thomas ist jetzt so lieb und stampft für mich die Kartoffeln. Vielen Dank voraus. Ich röste jetzt die Mandelsplitter an und dann wird gleich angerichtet. So, das ist unser Möhren-Kohlrabi-Gemüse mit Kartoffelstamm. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben oder ein Abonnement und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und bitte nicht wundern, es ist ein vegetarisches Gericht. Aber für meinen lieben Thomas habe ich an der Seite etwas Platz gelassen für ein Bratwürstchen.